Jo Leute, was geht? Freunde, willkommen zum zweiten Part zu den gruseligen, mysteriösen Geheimnissen von McDonald's. Heute geht es auf jeden Fall in den zweiten Part. Wir gucken weiter bei Creepypasta Punch und gehen jetzt in Kapitel 4 rein, Leute. Und das erste Video war dazu schon wirklich heftig. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann Leute, schaut es euch unbedingt an auf meinem Kanal und lasst gerne ein Abo da. Let's go. Weiter geht's. Okay. Im Jahr 1978 war eine Cartoon-Figur unfassbar beliebt gewesen. Cartoon Cat? Cartoon Maus? Und das war der Charakter von Jim Davis und zwar eine orangefarbene Katze namens Garfield. Ich denke, die allermeisten von euch werden wissen, wer Garfield ist. Letztendlich war dies ein Comic, der meistens in drei Paneelen, in drei Bildern aufgeteilt war und wo Garfield zum Beispiel darüber sprach, dass er Montage nicht mochte oder wo Garfield glücklich war, wenn er Lasagne bekam und so weiter und so fort. Diese Cartoons waren damals unfassbar beliebt gewesen und sind es in gewisser Weise auch heute noch. Und 1978 sicherte sich McDonald's eine besondere Kooperation mit eben Jim Davis, mit der Garfield-Marke. Und zwar durften sie Produkte in ihren Läden verkaufen, die eben zur Garfield-Marke gehörten. Und zwar waren dies gläserne Tassen mit Bildern von Garfield drauf. Ich weiß nicht, ob ich mich daran erinnern kann. Also Tassen aus Glas ist schon krass, ne? Das sind jetzt aber, glaube ich, keine Happy Meal Spielzeuge. Ich glaube, das sind so Merch-Artikel wie die Coca-Cola-Gläser, wenn sie kommen. Ja, also Coca-Cola-Gläser waren immer cool. Das Regenbogen-Coca-Cola-Glas war auch übelst cool. Wie oft muss ich Coca-Cola sagen, damit ich jetzt gleich eine Coca-Cola-Werbung bekomme? Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Wenn jetzt eine Werbung kommt rund um Coca-Cola, dann ihr wisst Bescheid, Freunde. Jo. Aber okay, ich glaube, ich erinnere mich an die vielleicht. Es waren letztendlich Tassen, auf denen Drucke vorne drauf gewesen sind, wo man einzelne Comic-Ausschnitte von Garfield sehen konnte. Zum Beispiel Garfield, wie er am Strand lag oder Garfield, wie er andere Aktivitäten machte. Und manchmal war damit dann eben noch irgendein lustiger Spruch verbunden. Das Ganze wirkt jetzt erstmal schön und gut. Ich glaube, ich kann mich ein bisschen dran erinnern. Ich weiß aber, es gab eine Sache. Wisst ihr noch bei Nutella? Wie komme ich dazu? Gab es mal eine Zeit, wo unter den Deckeln von dem Nutella-Glas, also zwischen dem Deckel und der Alufolie, also nee, da gab es ja noch die Alufolie und in dem Deckel selbst war noch so ein Pappstück. Und unter dem Pappstück, in dem Deckel selbst, war meistens etwas drinnen. Manchmal waren es so, keine Ahnung, es gab mal diese 1-Euro-Nutella-Gläser. Es gab ein 1-Euro- und eine deutsche Mark-Nutella-Gläser. Ich weiß, das ist selbst zu einer Zeit für mich, ich war 2, 3 Jahre, ich habe keine Ahnung, Leute, ich war wirklich sehr jung, dass diese Gläser gab und es war wirklich heftig. Unter diesen Gläsern, also unter diesem Teil, gab es manchmal so Mini-Heftbücher. Also so nicht Daumenkinos, sondern so kleine Hefte mit originalen Comic-Cartoons. Mit 20 Seiten, 30 Seiten. Und es war so klein, dass du wirklich mit dem Auge ganz nah ran musstest. Und Alter, nachdem ich so einen Comic gelesen habe, ich habe dann geguckt und ich habe alles unscharf gesehen, weil es so nah dran war. Ich war wirklich da, wow. Gut. Geschenke, die es zu McDonald's-Menüs gibt, sind eigentlich keine Seltenheit. Doch McDonald's hatte diese Produkte rausgebracht, ohne irgendetwas zu überprüfen. Denn später wurden Tests bei diesen Tassen durchgeführt, die vor allem einen Blick auf diese Drucke geworfen hatten. Und dabei fielen ihnen auf, dass diese Drucke auf den Tassen unfassbar giftig gewesen sind. Oh. Und wenn ich unfassbar giftig sage, dann meine ich das auch wirklich so. Denn tatsächlich waren diese Farben, die verwendet wurden, um die Drucke zu machen, unglaublich bleihaltig gewesen. Oh. Ihr müsst wissen, Blei wird häufig in ppm gemessen. Das sind Parts per Million, das heißt, wie viele Bleimoleküle eben dort drin enthalten sind. Und bei Blei gibt es eine ganz klare Vorhersage bzw. Vorgabe, was eben zum Beispiel Produkte angeht, die verkauft werden dürfen. Und das ist eben, dass nicht mehr als 90 Parts per Million eben Blei enthalten sein dürfen in den Produkten. Bei diesen Tassen war es wie folgt gewesen. Wie gesagt, ab 90 bis 100 Parts per Million ist das Ganze illegal und sollte eigentlich so verboten sein. Und in den Tassen von McDonald's, die genutzt wurden, um daraus zu trinken, wo Lippen und Co. beim Trinken die Zeichnung berührt hatten, wo Kinder die Zeichnung angefasst hatten und vielleicht danach die Finger in den Mund nahmen, waren 99.000. Oh mein Gott, was? Bro, das ist ja fast, das ist ja schon toxisch, wie viel Blei da drin war. Was?
Ich glaube, das kam wirklich zu einer Zeit raus, wo die Leute alles mit Blei gehabt haben und nicht mal wussten, jo, was machen wir da? Kennt ihr noch Tankstellen, wo stand Super 95 bleifrei? Ich so, warum bleifrei? Kann ich auch Super 95 mit Blei tanken? Darf ich das? Gab's ja eine Zeit lang. Ja. Parts per Million enthalten. Noch einmal ganz kurz. Highscore. 90 Parts per Million ist die Grenze und 99.000 Parts per Million Blei waren in den Zeichnungen enthalten. Blei sorgt unter anderem dafür, bei Kindern und bei Erwachsenen, dass man Gehirnschäden davon mitnehmen kann. Bei Kindern kann es unter anderem auch dafür sorgen, dass es zu stärkeren Entwicklungsschäden kommt, wenn sie eben eine Bleivergiftung erhalten. Tatsächlich durch solche Produkte, durch solche Drucke haben viele Kinder in der Vergangenheit Bleivergiftung gekriegt und damit eben auch sehr starke Schäden, die teilweise ihr Leben lang sie belasten und teilweise auch zum Tod führen konnten. Das Ganze war also wirklich Wahnsinn. Ein extremer Skandal, doch Blei war nicht die einzige giftige Substanz, die in diesen Bildern enthalten gewesen ist. Auch war ein besonders hohes Level an Cadmium da drin. Ganz kurz vor... Yo, Alter, lass direkt einfach ganze Packung, einfach alles, pack alles rein. Die dachten sich so bei Garfield, Alter, ihr seid Garfield-Fans. Euch brauchen wir hier nicht. Weg mit euch! Für euch, was Cadmium macht. Cadmium ist ein hochkrebserregender Stoff. Und auch bei Cadmium gibt es eben Grenzen, was verkauft werden darf und was nicht. So gibt es eben die Grenze von 40 Parts per Million, wie viel Cadmium in Produkten enthalten sein darf. Jetzt kommt's. Jetzt sagt er sowas zwischen 4.000 und 40.000. Bei den McDonald's-Produkten waren nicht 40 Parts per Million enthalten und es waren auch nicht zum Beispiel 50 oder 100 enthalten. Wir sprechen hierbei wieder von 5.800 Parts per Million. Einfach krank, Leute. Boah. Also wenn ihr so eine Tasse habt von Garfield, die so aussehen genau wie die, schmeißt die bitte sofort in den Müll oder keine Ahnung, wie man die entsorgt. Ich weiß es nicht. Einfach mal die Umweltschutzbehörde anrufen oder so. Giftstoffschutzbehörde. Dieser hochkrebserregende Stoff war ebenfalls nicht geprüft worden. Die Leute bei McDonald's hatten einfach diese Produkte von Garfield bekommen und haben sie auf den Markt gehauen. Alles nur, weil sie sich extrem gut verkauften. Und das taten sie wirklich. Diese Produkte wurden unfassbar viel abgekauft. Allgemein werden Garfield-Produkte oder wurden damals Garfield-Produkte haufenweise gekauft. Die Leute waren verrückt nach dieser Katze gewesen und so auch bei dieser McDonald's-Kooperation. Die Leute kauften und kauften und kauften und ahnten natürlich nicht, dass McDonald's letztendlich überhaupt keine ausreichenden Tests durchgeführt hatte, ob das Ganze sicher ist oder nicht. Wir können bis heute nicht wissen, wie viele Kinder tatsächlich ernsthafte Schäden aus diesen Tassen mitgenommen hatten. Wir können auch nicht wissen, wie viele Erwachsene aufgrund dieser Tassen Schäden mitgenommen hatten, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass tatsächlich viele Leute eben mit dieser hohen Substanz an Blei ausgesetzt wurden und eben auch durch diese hohen Mengen an Cadmium später Krankheiten entwickelt hatten. Zu dem Ganzen gibt es keine Studien, die man klar durchführen kann, weil man nicht wirklich nachmessen kann, ob eine Person jetzt Krebs gekriegt hat wegen diesen Tassen oder aus anderen Gründen, aber die Tassen waren definitiv ein Faktor, der das Ganze sehr unterstützt. Und das Ganze wäre schon schlimm genug gewesen, aber man würde ja sagen, man macht diesen Fehler einmal. Oh nee, bitte sag mir nicht, dass sie das nochmal gemacht haben. Bitte. Nein. Ey, bitte nicht. Und lernt aus der ganzen Sache. Doch dann rechnet ihr nicht damit, dass McDonald's seine Arbeit ordentlich machen würde. Denn tatsächlich hat McDonald's das Ganze einfach so weitergeführt und im Jahr 2010... Was? Das? Vor 13 Jahren? Was haben die denn vor 13 Jahren gemacht? Shrek-Gläser auf den Markt gebracht. Nein. 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 Leute, ich glaube, ich hatte so ein Glas. Ich hatte so ein Glas. Oh mein Gott. Die Shrek-Zeichnung auf den Gläsern hatten kein Blei enthalten, beziehungsweise nicht in gefährlichen Mengen. Aber erneut bei diesen Shrek-Gläsern war ein viel zu hoher Cadmium-Wert enthalten. Und ihr wisst, dieser Cadmium-Wert, hochkrebserregend, musste dann natürlich wieder zurückgeholt werden. Die ganzen verkauften Tassen sollten in einem riesigen Rückruf wieder zurück in die Filialen gebracht werden. Doch zu dem Zeitpunkt, wo man bemerkte, dass eben diese Tassen giftig gewesen sind, waren bereits mehrere Millionen Stück verkauft worden. Mehrere Millionen Stück waren eben in Haushalte in der ganzen USA verteilt worden, vielleicht auch in anderen Ländern. Ich hoffe, es ist nur in USA, weil ich glaube, dass ich so ein Glas hatte. Ich glaube, ich hatte so eins. Also ich weiß, ich habe einige farbige Gläser gehabt, aber
Ich weiß nicht, ob ich dieses Shrek-Glas hatte, aber ich weiß, dass ich Happy Meals viele gehabt habe zum Thema Shrek, Shrek 2, Shrek 1. Boah. Ländern, wo erneut Kinder und Erwachsene draus tranken, ihre Lippen, Hände, sonst etwas an den Zeichnungen hatten und deswegen diese giftigen Stoffe in sich aufnahmen. Das Ganze war wirklich ein schrecklicher Skandal, der sich warum auch immer wiederholt hat. Warum sie das nicht nachgeprüft hatten, kann keiner so recht sagen. Doch wir wollen noch über etwas anderes sprechen. Denn nicht nur Menschen sind bei McDonald's wirklich in der Gefahr, unter schrecklichen Zuständen zu leben und zu leiden, sondern auch Tiere. Oh, jetzt kommt's. Jetzt kommen wir zu einem wirklich hart zu ertragenden Part, und zwar dem Tierwohl bei McDonald's. Zum Tierwohl bei McDonald's muss man zunächst eine Sache ganz klar sagen. Und zwar, McDonald's versucht eben etwas zu ändern. Man muss zumindest Lob da aussprechen, wo es eben hingehört. McDonald's hat ein Best Beef Programm. McDonald's versucht aktiv daran zu arbeiten, dass das Fleisch eben aus mindestens Haltungsstufe 3 stammt und so weiter. Doch die ganzen Maßnahmen, die... Also mindestens Haltungsstufe 3 ist schon mal ein bisschen okay, ja. Für mich, wo ich sage, okay, ab dann lohnt es sich, ist ab 2. Also ab Haltungsform 2. Ich glaube, das war, also Haltungsform 4 ist, glaube ich, Käfighaltung. 3 ist Bodenhaltung. 2 ist Freiland, glaube ich. Und 1 ist Bio. Aber was ist 1? Nee, 1 ist Freilufthaltung. Ich weiß es nicht mehr. Oh, das ist schwer. Also ich weiß den Unterschied zwischen 1 und 2 nicht. Die sie greifen entweder erst in der Zukunft oder nicht ausreichend genug. Und was das Ganze zu bedeuten hat, möchte ich euch einmal erklären. Denn wenn ihr zum Beispiel googelt Fleischqualität oder Tierhaltung bei McDonald's, dann werdet ihr sehr viele Artikel finden, die darüber sprechen, wie viel Mühe sich McDonald's gibt, wie gut sie arbeiten, wie sehr sie auf Tierwohl achten. Das große Problem ist, dass die ersten Links, die bei Google auftauchen, nicht von irgendwelchen Nachrichtenagenturen stammen, die unabhängig sind oder von Tierschutzorganisationen, sondern meistens sind es Links von McDonald's selbst, von ihren eigenen Seiten, wie sie über ihre Produkte berichten. Und McDonald's hat letztendlich ein großes Projekt, mit dem sie immer angeben wollen. Und das ist das Best Beef Programm. Das bedeutet letztendlich, dass sie versuchen, das beste Fleisch aus regionalen Bauernhöfen zu holen. Und sie tun es tatsächlich. Das Fleisch aus McDonald's, was hier in Deutschland verkauft wird, stammt tatsächlich auch zu den allergrößten Teilen aus Deutschland oder aus anderen EU-Ländern. Aber jetzt nur zu einem allergrößten Teil. Nicht das Ganze, oder? Während das Ganze jetzt erstmal ziemlich nett und gut klingt, heißt das allerdings nicht, dass es den Tieren gut geht. Denn unter diese tolle Haltungsform, unter Best Beef, wird eine Art der Haltungsform bei Rindern geduldet, die eigentlich schon längst verboten gehören sollte. Und zwar die Anbindehaltung. Tatsächlich ist es in Deutschland immer noch erlaubt, dass man Tiere anbinden darf und sie so in Ställen hält. Die Anbindehaltung besagt letztendlich Folgendes. Ihr müsst euch einen Bauernhof vorstellen, wo man eben in einen Stall reingeht und Kühe dicht an dicht nebeneinander... Oh mein Gott, was? Das gibt es noch? Alter. Bro, wie sollen die denn auch sich schlafen legen? ...da angebunden sind. Sie sind dann eben vor sich an Konstruktionen angebunden, teilweise so stark und so drastisch, dass sie sich nicht mal mehr drehen können. In vielen Fällen haben sie zum Beispiel einfach Ketten um den Hals und sind damit festgebunden, aber in anderen Fällen liegt es eben daran, dass sie eben sogar den Kopf durch Metallzäune durchstecken und deswegen komplett fixiert werden. Dies wird häufig gemacht, weil man eben sehr viele Rinder braucht und sehr wenig Platz hat, diese Rinder zu halten. Doch ich denke, viele von euch können sich denken, warum diese Haltungsform wirklich schlimm für die Tiere ist. Zunächst einmal, das Tierwohl ist natürlich ganz klar hier in Frage gestellt. Diese Tiere können sich kaum... Das ist eine Katastrophe. Wenn das wirklich ist, dann wow. ...kaum bis gar nicht bewegen. Sie können maximal auf ein und derselben Stelle stehen. Sie müssen dort ihr Geschäft verrichten, wo sie stehen und wo sie teilweise auch als einziges liegen können. Diese Tiere haben häufig Schwellung, müssen in ihren eigenen Exkrementen, wenn diese nicht ordentlich gereinigt werden, schlafen, haben andere Verletzungen vom ganzen Liegen, geschwollene Gelenke und so weiter und so fort. Diesen Tieren, die eben durch Anbindehaltung gehalten werden, geht es ab
absolut nicht gut. Die Tierschutzorganisation PETA hat dazu auch einen ganzen Beitrag verfasst, wo sie eben diese Anbindehaltung absolut verurteilen und auch ganz klar zeigen, dass dies keine artgerechte Haltung ist, dass dies kein Tierschutz ist. Naja, natürlich nicht. Da braucht man sich nicht fragen. Also da gehst du doch nicht in den Bauernhof und schaust dir das an. Also kein Bauernhof irgendwo, welcher existiert, würde dir eine Tour geben, wenn du sowas siehst. Also das ist ganz, also ich verstehe nicht, was bringt das denn überhaupt? Hä? Hält die doch in Ställen, in einem Stall. Lass sie doch ein paar Meter laufen. Selbst das reicht ja nicht aus. Aber was ist das? Dies sind Tiere, die einfach genauso wie alle möglichen anderen Tiere in Massentierhaltung auf schreckliche Art und Weise leiden. Es ist kein Leben, wo ein Tier glücklich sein kann. Und auch wenn McDonald davon spricht, dass sie eben aus regionalen Höfen Fleisch holen und ihr Best-Beef-System haben, heißt es nicht, dass sie nicht auf solche besonderen Haltungsformen zurückgreifen müssen und dies eben auch in relativ großem Maße tun. Wie gesagt, nicht das ganze Fleisch von McDonald stammt aus Anbindehaltung, aber ein gewisser Prozentsatz eben schon. McDonald's hat aber, das muss man sagen. Das passiert dann, glaube ich, wenn man regional kauft, kann man. Also die wollen ja regional kaufen, also dass wenig Transportkosten entstehen, dass es nicht weit fahren muss, nicht viel CO2 verbraucht wird. Aber da würde ich, klar, McDonald's ist dann Hauptschuldträger, würde ich sagen, weil sie das ja abkaufen. Aber Teilschuld ist ja von diesen Leuten, die das machen, ja, die das erstens machen. Und noch eine Teilschuld ist an die Politik, die sowas erlaubt, die sowas zulässt. Also da müssen alle drei an einem Strang ziehen und wenn einer von denen handelt, dann hilft das schon. Sagen, das Ganze auch eingesehen und möchte, dass eben diese Anbindehaltung nicht mehr stattfindet. Allerdings muss man sagen, dass das Ganze erst ab 2027 passiert. Oh, also 4 Jahre nicht mehr zu Maggis. Und wenn ich sage, dass das Ganze nicht mehr stattfindet, meine ich nicht, dass sie es verbieten und von solchen Höfen kein Fleisch mehr kaufen, sondern es bedeutet letztendlich nur, dass sie diesen Höfen keine besondere Summe an Geld dafür zahlen, dass sie ihre Tiere gut behandeln. Denn unter dem Best-Beef-Programm sorgen sie dafür, dass wenn Bauern eben ihre Tiere sehr gut halten und das Ganze belegen können, dass sie mehr Geld für das Fleisch kriegen. Und derzeit gehört dazu eben auch noch diese Anbindehaltung, dass die eben dafür, dass sie ihre Tiere quasi quälen, auch noch mehr Geld bekommen. Hä? Was? Und bis 2027 will McDonald's solchen Leuten mehr Geld geben für das Fleisch, weil sie angebunden sind? Was? Das ist doch die schlimmste Haltungsform. Ab 2027, also in 4 Jahren erst, soll das Ganze dann nicht mehr noch besonders vergütet werden. Und in Deutschland selbst wird das Ganze wahrscheinlich ab 2030 nicht mehr erlaubt sein. Eigentlich sollte das Ganze schon heutzutage nicht mehr erlaubt sein. Absolut, aber ey. Die Wahrheit sieht hier eben ein bisschen anders aus, denn in Bayern wurde das Ganze letztendlich gekippt, weil dort sehr, sehr viele Höfe eben mit Anbindehaltung arbeiten. Doch wir sind... Ja, die Lobby hat dann da gesiegt. Oh, ist das traurig. Ey, mir tun diese Kühe da wirklich leid. Und trotzdem geht man zu Maggis und holt sich das. Weil man diese Lieferketten nicht nachvollziehen kann. Weil man denkt, oh, da ist eine Kuh, die ist bestimmt so auf der Wiese, die isst schon ein bisschen Gras und dann wird daraus Fleisch gemacht aus der Kuh. Nee, das ist ganz, ganz, ganz anders. Das ist so die schlimmste Form von Quälerei, die du dir so vorstellen kannst. Toll. Sind hier nicht am Ende. Denn ja, den Kühen geht es nicht unbedingt super bei McDonald's, aber noch schlimmer ist es bei... Und dann gibt es immer so die Leute, und muss ich mich auch ab und zu mal darunter erwischen, wenn man sagt, oh, ist das Fleisch teuer, so wenn ich Haltungsform 1 kaufe oder Haltungsform 3 und 4 ist doch viel günstiger, so jetzt habe ich nicht so viel Geld, kaufe ich doch lieber das günstigere Fleisch, ne? Ja, dann supporte ich das. Das ist das Problem. Aber ich kaufe in letzter Zeit tatsächlich mehr Haltungsform 2 und 1 Fleisch und man merkt es auch in der Qualität, ist auch besser und schmeckt auch besser. Also wenigstens, dass die Kuh ein etwas glücklicheres Leben hat, das würde ich mir schon wünschen. Bei den Hühnern. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ihr kennt ja wahrscheinlich McChickens, ihr kennt ja wahrscheinlich Chicken McNuggets, beliebte Produkte, die viele von euch wahrscheinlich schon mal gekauft haben und letztendlich auch verzehrten. Doch ihr wusstet dabei nicht, wie schlecht es tatsächlich den Hühnern bei McDonald's gibt. Es gibt immer wieder Vorfälle, wo eben herauskommt, dass McDonald's sich nicht artgerecht um die Hühner kümmert. Es wird natürlich etwas unternommen grundsätzlich, aber es kam zum Beispiel erst im Jahr 2015 dazu, dass aufgeflogen ist, wie schrecklich eben die Hühner
gehalten werden, die später an McDonald's verkauft wurden. Es tauchten Videos auf, bei denen man gesehen hatte, wie diese Hühner eng an eng eingepfercht waren in ziemlich kleinen Gehegen, in ziemlich kleinen Käfigen. Diese Hühner mussten dicht an dicht beieinander setzen und standen... Man sieht einfach, die Federn fallen aus. Daran siehst du, denen geht's gar nicht gut. ...in ihren eigenen Fäkalien. Und diese Fäkalien, die sie eben ausgeschieden hatten und die nicht gereinigt wurden, erzeugten zum Beispiel ein Gas und dieses Gas griff die Haut und vor allem die Augen der Tiere an. Dazu kam es zu starken Entzündungen und Verätzungen bei den Tieren. Doch das waren nicht die einzigen Schmerzen, die diese Hühner erleiden mussten. Denn unter anderem wurden sie auch mit besonderen Hormonen gefüttert, dass sie eben deutlich, deutlich schneller wachsen, damit man eben der Produktion nachkommen kann. Diese Hühner waren viel zu dick gewesen für ihre eigenen Beine. Ihr Körpergewicht konnte von den Beinen teilweise nicht ordentlich getragen werden und so wurde mehrfach beobachtet, wie Hühner in dieser Massentierhaltung für McDonald's gebrochene Beine hatten und damit noch wochenlang leben mussten. Und ich meine Güte, die armen, ey, die armen, armen, armen Hühner. Ich sage wochenlang, weil... Also es ist jetzt so, na klar, das ist jetzt eine Extremvariante, wie wir alle mitbekommen. Also es ist wahrscheinlich nicht überall so, ja, es ist wahrscheinlich nicht immer so. Aber die Tatsache, dass es stattfindet, das sorgt einen schon irgendwie so für ein ungutes Gefühl, dass man da, wenn man isst, man weiß es nicht. Ich würde gerne wissen, so fragen, ist dieses Fleisch besonders? Ja? Aus welcher Fuhre ist das? Dann kann man irgendwann sagen, ey, ich möchte hier Haltungsform 1 Fleisch. Ich möchte das hier oder 2 oder so. Weil diese Tiere extrem früh geschlachtet wurden. Teilweise wurde nach 6 Wochen bereits die Schlachtung eingesetzt. Und wenn wir hier schon von der Schlachtung dieser Tiere reden, dann spreche ich nicht darüber, dass diese Tiere ordnungsgemäß geschlachtet wurden, sondern es kam eben 2015 bei diesem Skandal dazu, dass beobachtet wurde, wie diese Tiere teilweise noch lebendig waren nach dem eigentlichen Schlachtungsprozess. Ja, das ist so ein Phänomen bei Hühnern. Also, mein Vater hat mir mal Stories erzählt von seinem Vater, also von meinem Opa, weil er hat ja Hühner gehalten und wir haben, als ich klein war, habe ich auch ein eigenes Huhn quasi bekommen. Das ist so, ich habe mir eins ausgesucht. Ich glaube, es war ein weißes Huhn oder so. Und da habe ich ein bisschen drauf aufgepasst. Bin auch nachts mal hingegangen, habe es gestreichelt und so. Und die waren auch immer ganz cool. Ne? Also, irgendwann werden die dann größer und wollen sich nicht mehr fangen lassen. Ja, und mein Opa hat die dann auch so Kopf ab und dann sieht er, dass das Huhn noch weiterläuft. Ich glaube, das sind so diese Muscle Memory, die dann einfach noch laufen. Also, ne, es ist so ein Phänomen, ne, dass Hühner noch rumlaufen können, ein paar Sekunden nachdem, ihr wisst schon. Sprich, nach der eigentlichen Tötung, die so unsorgfältig durchgeführt wurde, waren die Tiere noch am Leben gewesen, aber leideten, weil ihnen ja schwere Verletzungen zugefügt wurden. Es wurde beobachtet, wie Tiere beim Entrupfen, wo die Federn rausgerissen wurden, tatsächlich immer noch am Leben waren. Ich weiß es nicht. Das sind wahrscheinlich Muskelnerven, die noch rumgezuckt haben. Aber ich glaube nicht, dass das Tier noch da war. Und eben dabei starke Schmerzen verspürten. Während also diese Firma versuchte, nach außen hin ein besonderes umweltfreundliches Image zu haben, hatten sie hinter verschlossenen Türen dabei geholfen, dass eben unterschiedlichste Massentierhaltung Hühner auf so grausame Art und Weise züchten. Einfach nur, um dem Bedarf an Hühnerfleisch nachzukommen. Dies war wirklich ein unfassbar schrecklicher Skandal und laut vielen Leuten soll das Ganze angeblich auch heute noch so stattfinden. Das konnte ich nicht wirklich überprüfen, ob das wirklich noch so ist, aber tatsächlich hat auch McDonald's damals darauf reagiert. Sie hatten natürlich mitgekriegt, dass sie unfassbar viel Shitstorm dafür abbekommen haben und hatten gesagt, dass sie die Haltungsform bei Hühnern ändern wollen, dass das Ganze eben auch zum Beispiel umweltfreundlicher, tierfreundlicher ist. Doch auch das... Ich hoffe. Aber es gibt so Dinge, die man sagt, um Shitstorm zu vermeiden und welche Dinge, die man auch tut. Ja. Das findet jetzt noch nicht statt. Das auch alles fand noch nicht 2015 oder 2016 statt, sondern man sagte, dass das Ganze nächstes Jahr, 2024, sich letztendlich ändern soll. Und laut manchen Leuten im Internet, wie gesagt, das konnte ich nicht einwandfrei bestätigen, ist es tatsächlich sogar so, dass diese Änderung, die McDonald's vollzieht, nicht auf alle Händler angewendet wird, vor allem in den USA. Angeblich hat... Ja, in den USA, da kannst du nichts erwarten. Da wird da auch nichts gegen gemacht, vergiss es. Wirklich. Die Leute wollen Chicken Wings, Buffalo Chicken Wings. Heißt es eben, wie gesagt, ich konnte es nicht bestätigen, dass um die 30% der Händler sich nicht an diese neuen Vorgaben halten müssen, warum auch immer.
Das bedeutet also, wenn ihr bei McDonald's seid und ihr denkt, alles ist so schön regional und glücklich, seid am besten vorsichtig und genießt das Ganze mit Vorsicht. Denn sowohl Rinder als auch Hühner werden dort nicht unbedingt unter den besten Umständen gehalten und es kam in der Vergangenheit immer wieder dazu, dass diese Tiere wirklich schrecklich leiden mussten. Zu guter Letzt möchte ich... Das ist wirklich traurig. Achso, by the way, falls ihr euch wundert, was ist das hier? Das ist die Sonne. Ja, die Sonne geht gerade auf. Jetzt mit euch noch ein letztes Mal über etwas wirklich Ekliges sprechen. Und zwar über die Hygiene bei McDonald's. Okay, aber ich sag's euch so. Bei Burger King ist die Hygiene nochmal um 1000 Mal schlechter als bei McDonald's. Und es liegt unter anderem am Management, aber auch an den Mitarbeitern. Es ist dann wirklich so, Leute, ich will ja nichts sagen, aber... Burger King hat für mich die besseren Produkte, würde ich sagen. Also die Burger sind nicer, würziger. Das Fleisch schmeckt rauchiger, es ist cool, ist nice. Brot finde ich ein bisschen besser bei McDonald's, muss ich sagen, das Brot, ja. Aber die Mitarbeiter sind so unglaublich unfreundlich, hier in NRW zumindest. Das ist so unglaublich. Ey, es ist wirklich ätzend. Du hast keinen Bock zu Burger King zu gehen, weil dich dort die ganze... Ach, keine Ahnung, Alter. Das sind so junge Leute, die... das ist ihr erster Job bestimmt und die denken sich, ja, man, Chef bezahlt, gut Geld kann ich nehmen und schön Mittagspause machen und so. Ey, es ist so ganz, ganz, ganz traurig. Und bei McDonald's, du hast so ein ultra organisiertes System. McDrive, die, da, hier und da. Das ist alles sehr, sehr schnell. Dann diese Mitarbeiter, die bei Burger King arbeiten, die gehen dann nur zu Burger King, weil es so simpel ist. Ja, Mann, dauert es halt 5 Minuten, bis sein Essen da ist. Die sind überhaupt richtig langsam, so in ihrem, also nicht, das stimmt nicht für jede Filiale, aber da, wo ich hingehe, ja, da ist es so. Bei McDonald's, da bei mir, ja, da ist alles so organisiert, die Mitarbeiter sind da wirklich die ganze Zeit konstant unter Stress und haben eine Routine und so und da merkst du so, die sind einfach besser drauf, ne, haben ihre Routineplan. Aber Burger King, da ist ganz anders. Bevor wir über diesen letzten Punkt sprechen, möchte ich eine Sache ganz klar sagen. Die folgenden Informationen, die ich euch bieten kann, stammen aus den USA. Es gibt auf Reddit oder 4chan Foren, wo zum Beispiel deutsche Mitarbeiter bei McDonald's darüber sprechen, dass es hier gleiche oder ähnliche Zustände gibt. Das Ganze ist natürlich aber nicht belegbar. Aber in der Vergangenheit wurde tatsächlich mehrfach beobachtet, dass die Hygiene bei McDonald's nicht so gut ist, wie man sich vorstellt. Es wurden online damals Bilder geteilt, wo zum Beispiel gezeigt... Bro, so sieht's nicht in Deutschland aus. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Da würde die Wallraff-Doku das auch in McDonald's machen. Und ich glaube, sie haben das wirklich nur in Burger King gemacht. Aber vielleicht machen sie das ja auch für... Vielleicht ist die Wallraff-Doku von McDonald's gesponsert, um Burger King zu exposen. Aha, das könnte sein. ...wurde, dass die Kaffeemaschine im McCafé nicht ordentlich gereinigt wurde und vor allem, dass die Eiscrememaschine überhaupt keine Reinigung gesehen hatte, beziehungsweise, dass es auch niemand wirklich prüfte. Damals wurden online Bilder gepostet, wo jemand eben die Eiscrememaschine geöffnet hatte und unfassbar dicke Schichten an Schimmel da drinnen enthalten gewesen sind. Und viele Leute sagten damals, ebenfalls auf Reddit, dass eben tatsächlich dies kein Einzelfall ist, sondern allgemein in McDonald's-Filialen stattfindet. Auf unterschiedlichsten Seiten reden angebliche Mitarbeiter von McDonald's darüber, dass sie eben sich nicht an die Gesundheitsvorschriften wirklich halten oder zumindest nur dann, wenn eben tatsächlich auch ein besonderer Gesundheitsinspektor vorbeikommt oder zum Beispiel der Boss sich ankündigt, dass er kommt. Wenn eben diese Leute sich nicht ankündigen, dann wird sich an das Ganze auch eher Larifari gehalten und man macht eher das, was am einfachsten und am schnellsten ist. Die Leute wollen sich letztendlich einfach einen angenehmen Job machen und nicht auf die strengen Gesundheit. Ja, genau das ist es. Ne? Also so, ja, ist egal, Gesundheit ist egal, Hygiene ist egal, komm, einmal wird schon passen, zweimal wird schon passen, komm, nächsten Monat können wir das nochmal machen, wird schon keiner merken. Gesundheitsregeln achten, die hier in Deutschland zumindest auch sehr streng sind. Laut den Gesundheits... Ja, also ich würde sagen, in Deutschland haben wir eine der strengsten Gesundheitsvorschriften. Und die Amerikaner, wenn sie nach Deutschland kommen und Mc's essen, denken sich so, Bro, das ist eine ganz andere Qualität, das schmeckt doch richtig gut. Wirklich, also ich, wenn ich zu New York gehe oder so, ich gehe nicht in McDonald's, gehe dann, wenn dann so In-N-Out gibt es ja nicht in New York, andere Restaurants,
Vorschriften wird eben ganz klar darauf geachtet, dass bei McDonald's alles hygienisch und gut ist. Und wie gesagt, ich konnte keine Belege finden, dass es in Deutschland anders ist. Ich konnte nur Belege aus den USA finden, aber es ist trotzdem etwas, was man vielleicht im Hinterkopf behalten sollte, weil wer kann schon sicher sagen, wie gründlich die Eiscreme-Maschine bei McDonald's zum Beispiel wirklich gereinigt wird. Es kam auch zum Beispiel zu einem Vorfall, den ich jetzt nur noch einmal interessant am Ende fand, wo 2002 in Indien die Pommes bei McDonald's als vegetarisch gelabelt wurden. Und das liegt nicht, das stimmt ja nicht, weil das Fett enthält irgendwas Tierisches von Schwein. Vielleicht gibt es von euch ja auch einige Vegetarier, die der Meinung sind, dass Pommes grundsätzlich etwas Vegetarisches sind. Boah, ey, die Veganer, die zu Meckes gehen und sich Pommes holen, oh, denen müsste ich das zeigen. Da werden sie nie wieder hingehen. Doch dann solltet ihr vorsichtig sein. Denn bei diesem Skandal von 2002 kam es dazu, dass tatsächlich diese Pommes in Tierfett gebraten wurden. In Indien, müsst ihr wissen, wo das Ganze stattgefunden hat, leben extrem viele Leute vegetarisch. Und extrem viele Leute wollen vor allem kein Rindfleisch essen. Ist es vegetarisch, wenn man in Tierfett Öl nimmt, passiv, also das als Nebenprodukt ist? Das ist quasi egal, welches Öl du nimmst, so das fällt an, aber das Öl ist ja nicht, das wird ja nicht für die Fritten genommen, sondern für Nuggets oder so. Ach, keine Ahnung, ich glaube, es ist nicht vegetarisch. Das ist auch so. Es spricht gegen ihre Religion. Es gibt ja die Theorie, dass eben Rinder als heilig oder ähnlich gesehen werden wie heilig. Und deswegen wollen die Leute sich eben von Rindfleisch so fernhalten. Damals wurden dann diese Pommes als vegetarisch gelabelt, ohne mitzuteilen, dass sie tatsächlich in Rinderfett gebraten wurden. Das ist natürlich echt krass, ne? Dies war damals ein riesiger Skandal gewesen, bei dem McDonald's auch hohe Strafzahlungen zahlen musste. Das war auf jeden Fall dieses Video. Boah, war ein sehr gutes Video von Creepypasta Punish. Ein sehr langes Video, aber es ist für die Länge, es ist wirklich informativ gewesen. Wir hatten echt viele Punkte. Also dicker Like kriegt der von mir. Das war wirklich Hammer, muss ich auf jeden Fall sagen. Und Abo kriegst du auch von mir. Also Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also vielleicht überlegt ihr euch den nächstes Mal einen Besuch bei McDonald's oder so. Ich werde mich jetzt nicht ganz groß ändern. Also wenn ich Bock habe, dann gönne ich mir immer noch ein Big Mac und so. Ich will nur, dass es sich zum Positiven ändert, ne? Und die Preise haben sie ja jetzt ordentlich angehoben. Dann könnt ihr auch vielleicht was an der Qualität machen. Vielleicht könnt ihr ja das Fleisch etwas hochwertiger machen. Vielleicht machen sie ja das und deswegen sind die Preise hochgegangen. Also ich glaube, es ist auf einem guten Weg, aber es muss schneller gehen. Aber ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, dort rein und ciao.